Ja, da stehst du wirklich gut. Da macht das Brennending nämlich einen Haufen Damage bei dir. Habe ich noch so eine als Schriftrolle, ja. Dann hau das auch mal weg. So, weg ist er. So, dann wieder auf die Armbrust und dann wieder bitte mal auf die da drauf. Auf die Dagule. Oh, Fenris ist gelähmt. Oh, und Edda sieht wirklich nicht gut aus. Trag den großen Ausdauer. Und Granate. Ich würde ja jetzt sagen, wir rasten einfach mal, weil die ganze Gruppe sieht jetzt schon ein bisschen angeschlagen aus. Bevor wir uns weiter umschauen. Also. Ja. So. Der Rastbonus hält noch von der Wald, von dem Waldlandfaden. Sehr schön. Wir haben aber jetzt keinen einzigen Rastgegenstand mehr. Hm? Oh. Das hier sieht nicht so toll aus. Ein Vampir. Bist du der einzige Vampir hier? Scheinbar ja. Dann kriegst du gleich mal den Kettenblitz ab. Sehr schön. Oh, Fenris. Kannst du nicht sowas... Ja, du kannst ein Flammenschild. Und eine Versetzung, so. Das wäre eine Idee, die ich öfter mal benutzen sollte. Das ist nämlich übel. Oh, Halligina ist gelebt, sehe ich gerade. Achso, Darkhole können ja nehmen. Dann hau mal denen deine Bomben vor den Sack. So. Und das war's schon. Hey. Das hat mal gut geklappt. Right. Hello. Hello. Das hier sah aus, als ob das mal so ein Versammlungsraum war. Oh. Eine Schatztruhe haben sie hier bewacht. Wow, 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 wow. Found something. Erst die Falle entschärfen. Ich kann die Falle nicht entschärfen, ich kann sie nur auslösen. Hey. Sehr, sehr toll. Right. Ja. Sonderlanze verfehlt Hagrim. Das war knapp. Eine einzigartige Armbrust. Hey, Kada. Ich habe hier was ganz Tolles für dich, da du immer noch eine gute Armbrust mit dir rumschleppst. Heilige Macht, gut und koordinierend. Könnte ich dich außergewöhnlich machen? Ja, könnte ich. Mache ich auch mit dem Football. Einfach, weil ich es kann.
Da bist du schon mal um einiges besser. Genauigkeit, heilige Macht. Ja. Und die sieht auch mal cool aus. So, er da kriegt noch den Trank hier irgendwo reingesetzt. Und dann tauschen wir mal die Tränke aus und packen die einfach mal weg. So. Ja. Das war's dann hier drin. Gut, dass die Sonnenlanze Hagrim verfehlt hat. Oh. Hier sind Dargule. Mal wieder mit einem Vampir. How may I help? Okay. Der hat diesmal Durin erwischt. Macht ja nichts. Was? Naja. Fass mal ein Feuerschild hoch, sicher ist sicher. Und benutzt mal das Duplikat des Zauberers. So, jetzt wo ist der Vampir? Da ist der Vampir, so. Das heißt, du kannst ihn Seelen lanzen. Yes. Und dann kannst du ihn, wenn er schon hier rumsteht, einfach mal brennen. Oh, das macht so viel verdammt viel Schaden, ey. Oh. Jetzt wirkt Kadas Gesang auf ihn. Kann er mal sterben? So, dankeschön. Kann er wieder auf seine Fernkampfwaffe, bitte. Und jetzt weg noch mit dem Darkwood hier. Und mit den anderen beiden auch noch. So. Noch irgendwer, der irgendwas will? Noch mehr Gefäßfleisch. Bisschen Geld. Dargul und Skelettzauberer. So. Mhm. Die verzierten Steiersäcke sind mit Adra ausgekleidet. Die mit Juwelen besetzte Kugel im Mittelpunkt des Deckels ist von seltsamen Runen umgeben. Okay, der hier in der Mitte, der sieht etwas anders aus. Als die anderen. So, das war der noch. Das hier sieht eigentlich so aus, als ob es ein Tor wäre, durch das man durch kann. Naja, aber bis jetzt ist hier nur ein Granat versteckt gewesen. Der Sarg hier sieht anders aus als die anderen. Na gut, dann verlassen wir den Raum mal wieder. Hier scheint es ja nichts zu geben. Das heißt, wir müssen hier oben weitermachen. Wir sind Stufe 8 der verlorenen Pfade. Das ist ein größeres Gebiet. Die anderen beiden waren ja Fenris. Ist mäßig klein. Sure. Ja, Fenris kommt hinterher, weil die anderen schleichen, dadurch sind sie langsamer. Vampire, Dargule, Skelettkrieger. Oh, da oben war ja noch was.
Hello. So, Quick Save. Okay, wir können da lang gehen oder wir können oben lang. Hier sind bis jetzt nur Dagule und solche Sachen. Ah, da ist ein Vampir. Können wir eigentlich hier Kraftwand erzeugt? Ja, jedenfalls ja, und jedenfalls. Okay, Kraftwand. Ah, das hat nicht so gut funktioniert. Okay, er ist mal wieder in Reichweite. Dann machen wir doch einfach wieder das Spielchen hier. Das können wir uns ja richtig gut leisten. Nur Kala sollten wir etwas weghalten. So. Ganz ehrlich, wenn er das macht, damit habe ich irgendwie gar keine Probleme. Den Zauber, den Flammenzauber kann ich nämlich jetzt so oft benutzen, wie ich will. Nebenbei, ich sollte Aloh vielleicht mal irgendeinen anderen Zauber noch geben. Achso, ich kann dem Gefecht keinen Schloss ändern. Und ich muss ehrlich sagen, dass mit dem Waffenschloss, das hätte sie sich besser überlegen sollen. Wenn wir mal gerade ein bisschen beim Bemängeln sind. Ich finde die Waffensets 3 und 4 und hier die zwei Gegenstandslots, die sind jetzt nicht unbedingt so wichtig. Als dass ich jetzt extra den Skillpoint dafür verschwenden würde. Entweder hätten sie das weglassen können oder sie hätten sie von Anfang an freigeben können. Schriftvoll des Malstroms übrigens, die könnte ich auch irgendwann mal benutzen. Was ist das eigentlich? Schriftrolle der Wiederbelebung. Ich sollte mal ver... Oh, Zwillingstein könnte ich mal benutzen. Ja. Okay. Ist das eine... Es ist eine. Nur sieht sie ziemlich im Eimer aus. Die Runengravuren auf dieser vertrauten Maschine sind unnatürlich gut erhalten. Die Maschine selbst bleibt intakt und leblos. Hey, das Ding kann ich gut knacken. Finished. Guter Schuppenpanzer. Campingbedarf. Sehr schön. Wir haben hier mal wieder eine meiner lieben Partikelkanonen. Was heißt lieben? Der bekannten Partikelkanonen. Das ist jetzt schon die vierte, die wir in dieser Welt sehen. Ah, hallo Adrakäfer. Adrakäfer bedeutet, dass wir nicht bei der richtigen Ruine sind, sondern dass wir irgendwo sind, wo sich die Adrakäfer durchgegraben haben. Let's go. Oh, nimm ihn, Hacker. Ja, nervige Insektenklage. Ich hasse das. So, danke dafür. Oh, Edder muss einstecken. Following your lead. Kana, Heimer, Edder. Adra und Käferpanzer ist immer gut. Das hier sieht aus wie genau die Haupttreppe. So, wir haben Stufe 8 gefunden. Ja, das hier ist die Haupttreppe hier ganz nach oben hinaus. Ja, sehr schön. Oh, hier war sogar eine Hand mit der Brücke drüber. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Oder ist das hier gleich? Aber es ist schon mal gut, dass wir die Haupttreppe gefunden haben.
Jetzt können wir jederzeit hoch und... Können wir zwischendurch mal hoch und uns heilen. Oder uns vielleicht mal Rastvorräte kaufen, wenn wir welche brauchen. Ich sehe nämlich jetzt gerade immer noch nicht den Weg nach unten weiter. Uff, das ist jetzt doof. Weil hier sehe ich nichts außer einen tiefen Weg nach unten. Hier drüben habe ich auch nirgendwo irgendwas gefunden.